im OP vor. Zur Vorbereitung gehören das Anlegen der Maske und professionelles Händewaschen sowie Desinfizieren. Die diplomierte Pflegeperson schiebt den Fallwagen, auf dem die Tasse mit den vorbereiteten Instrumenten und das Einmalmaterial liegen, in den OP. Wichtig ist die Identifikation des Patienten oder der Patientin und die Dokumentation aller verwendeten Materialien während der Operation. Während sich die sterile, diplomierte Pflegeperson desinfiziert, öffnet der Beidienst den Kitbag, in dem sich die Einmalmaterialien und die sterilen Mäntel befinden. Die instrumentierende, diplomierte Pflegeperson bereitet die Instrumente für die Knieendoprothese vor. Dafür wird die Plombe von der Instrumentiertasse entfernt, geöffnet und der Inhalt kontrolliert. Sobald sich die Operateure gewaschen und desinfiziert haben, werden sie von der sterilen, diplomierten Pflegeperson angezogen. Bevor die Operation beginnen kann, decken die Instrumentarier und die Operateure den Patienten oder die Patientin ab. Das Team-Timeout wird durchgeführt und dann kann die Operation beginnen. Während der gesamten Operation ist die sterile, diplomierte Pflegeperson verantwortlich, die erforderlichen Instrumente dem Operateur zu reichen. Die gewählten Implantate werden noch einmal von der Instrumentarier und den Operateuren kontrolliert und vom Beidienst steril angereicht. Die Knieendoprothese ist gut verlaufen.